Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe der Astroviews von Sterne und Weltraum. Heute also mit einem Überblick über astronomische Ereignisse im Jahr 2014. Zumindest diejenigen, von denen wir jetzt schon wissen, dass sie eintreten werden. Und da sind eine ganze Menge dabei, die Sie auch mit einfachen Hilfsmitteln, sogar mit bloßem Auge, recht gut beobachten können. Sicher interessant für diejenigen von Ihnen, die erst mit der Himmelsbeobachtung beginnen. Ob das sogenannte Kometenjahr 2013 nun Top oder Flop war mit Ison, Penstars und Komet Lovejoy, das müssen Sie schon selbst entscheiden. Ich persönlich fand es trotzdem äußerst spannend, auch gerade die Passage von Ison an der Sonne, auch wenn es der Komet leider nicht überlebt hat. Aber so ist das nun mal mit Kometen. Und wie sagte schon Uwe Reichert in unserer Astroviews-Folge Nummer 7? Nun, Kometen sind von Natur aus etwas unsichere Gesellen. Wie wahr. Jetzt die schlechte Nachricht: für 2014 ist nach gegenwärtigem Stand kein besonders heller Komet zu erwarten. Aber trotzdem gibt es was Spannendes über Kometen zu sagen. Ganz getreu dem Motto, wenn schon kein Komet bei uns vorbeikommt, dann fliegen wir doch einfach hin. 2. März 2004. Start einer Ariane 5 Rakete. An Bord die Raumsonde Rosetta mit der Landeeinheit Philae. Ziel: der Komet 67P Churyumov-Gerasimenko. Die abenteuerliche Aufgabe: Einschwenken in eine Umlaufbahn um den Kometen Mitte Mai 2014 und kontrollierte Landung von Philae auf dessen Oberfläche im November. Nach mehreren sogenannten Swing-by-Manövern an Erde und Mars, um die Sonde zu beschleunigen, passierte Rosetta auch zwei Asteroiden, Steins und Lutetia, und konnte bei deren Erforschung bereits einige Kameras und Messinstrumente testen. Nach 31 Monaten im Schlafmodus gelang nun am 20. Januar die Reaktivierung der Sonde. Nach Erreichen des Orbits wird Rosetta den Kometen zunächst kartografieren, um damit auch die Landung von Philae vorzubereiten. Angesichts der besonderen Eigenschaften von Kometen eine Herausforderung ersten Ranges. Nach dem Jahr der Kometen kommt zweifelsfrei 2014 so etwas wie das Jahr der Planeten. Auf die ist nämlich Verlass und ganz besonders dieses Jahr, denn alle Planeten sind richtig gut zu sehen. Schauen wir uns zunächst mal die inneren Planeten Merkur und Venus an. Innere Planeten deshalb, weil sie innerhalb der Erdbahn um die Sonne kreisen. Und das hat zur Folge, dass diese Planeten niemals von der Erde aus gesehen der Sonne gegenüberstehen können, sondern maximal einen gewissen Abstand östlich oder westlich der Sonne erreichen und dementsprechend dann abends nach Sonnenuntergang oder morgens vor Sonnenaufgang zu sehen sind. Außerdem zeigen diese Planeten Phasen wie der Mond, die mit relativ einfachen Hilfsmitteln schon beobachtet werden können. Werfen wir einen Blick auf die Venus. Unser Nachbarplanet, unser innerer Nachbarplanet, ist seit Januar brillanter Morgenstern und das wird auch so bleiben bis in den September hinein. Wesentlich schwieriger ist die Situation beim Merkur. Das liegt daran, dass Merkur viel lichtschwächer ist und zudem auch noch einen viel geringeren maximalen Abstand von der Sonne erreichen kann. Und das bedeutet, dass er schwierig zu sehen ist und angeblich soll sogar Kopernikus ihn niemals mit eigenen Augen gesehen haben. Nutzen Sie also die Möglichkeit zu einer Abendsichtbarkeit des Merkur im Laufe des Mai. Eine kleine Morgensichtbarkeit tut sich eventuell auch noch im Juli auf und ganz bestimmt in der ersten Novemberhälfte. Kommen wir jetzt aber zu unserem Hauptthema heute, der Sichtbarkeit der äußeren Planeten. 2014 ist auch ein gutes Jahr zur Beobachtung aller äußeren Planeten. Im Gegensatz zu Merkur und Venus sind Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun in der Phase ihrer besten Sichtbarkeit die ganze Nacht über zu sehen. Denn in der Zeit ihres geringsten Abstandes zur Erde stehen sie von uns aus gesehen der Sonne gegenüber. Man sagt in Opposition zur Sonne. Im Gegensatz zur Konjunktion mit der Sonne, wo sie hinter ihr stehen, mit maximalem Abstand zur Erde. Zur Oppositionszeit geht ein Planet folglich abends bei Sonnenuntergang auf und erst morgens bei Sonnenaufgang wieder unter. Helligkeit und Durchmesser erscheinen uns am größten und die Chancen für das Erkennen von Oberflächendetails im Teleskop stehen gut. Damit es zur Opposition kommt, muss die Erde einen äußeren Planeten auf der Innenbahn überholen.
Dies geschieht regelmäßig, denn der Himmelsmechanik folgend nehmen die Bahngeschwindigkeiten der Planeten von außen nach innen zu und die Bahnlängen ab. Ein Jahr ist definiert durch einen vollständigen Umlauf der Erde um die Sonne. Mars benötigt dafür schon etwa 2 Jahre, Jupiter etwa 12, Saturn fast 30, Uranus etwa 84 und Neptun sogar knapp 165 Erdenjahre. Eine Mars-Opposition können wir nur etwa alle 2 Jahre beobachten. Bei Jupiter bis Neptun ist der Unterschied der Umlaufdauer im Vergleich zur Erde aber so groß, dass von einer Opposition zur nächsten nur wenig mehr als ein Jahr vergeht. Die Oppositionsphase als beste Beobachtungsmöglichkeit ist bei Mars besonders ausgeprägt. In günstigen Fällen kann sich Mars uns auf weniger als 60 Millionen Kilometer nähern. Bei der Konjunktion mit der Sonne beträgt sein Abstand etwa 400 Millionen Kilometer. Und so variieren Helligkeit und scheinbarer Durchmesser erheblich im Vergleich zu den anderen äußeren Planeten. Da Mars zudem sehr klein ist, ist er nur zeitnah zur Opposition im Fernrohr recht attraktiv und nur dann ähnlich hell strahlend wie Jupiter. Am 8. April 2014 erreicht Mars endlich wieder eine Opposition. Diesmal im Sternbild Jungfrau unweit des Sterns Spica, einem der 25 hellsten Sterne, den er im Frühjahr überaus deutlich an scheinbarer Helligkeit übertrifft. Der scheinbare Durchmesser beträgt aber auch dann nur etwa 15 Bogensekunden, ein 120stel des scheinbaren Monddurchmessers. Die nächste Konjunktion mit der Sonne ist erst 2015. Deshalb ist Mars das ganze Jahr zu sehen. Ab Juli aber nur noch abends nach Sonnenuntergang. Immer noch so hell wie einige der hellsten Sterne, aber im Teleskop inzwischen winzig klein. Jupiter hingegen hatte seine Opposition zwar bereits am 5. Januar 2014, ist aber immer extrem hell und im Fernrohr attraktiv. Zwar ist er viel weiter von uns entfernt als Mars, doch als größter Planet des Sonnensystems erscheint er uns im Fernrohr zu jeder Zeit deutlich größer und selbst Laien erkennen sofort die auffälligsten Merkmale seiner streifenartigen Atmosphäre. Zudem bieten die Stellungen seiner 4 hellsten Monde schon im besseren Fernglas ein interessantes Schauspiel. Jupiter dominiert den Abendhimmel 2014 bis in den Mai hinein im Sternbild Zwillinge, bis er im Juni langsam in der Abenddämmerung verschwindet und am 24. Juli in Konjunktion mit der Sonne steht. Aber schon ab Ende August taucht er wieder auf, dann morgens vor Sonnenaufgang und bis Jahresende wird er wieder zum dominierenden Gestirn der Nacht. Auch der Ringplanet Saturn zeigt sich hell wie die hellsten Sterne und im Fernrohr immer in ausreichender Größe. Der blassorange Riesenplanet, nicht viel kleiner als Jupiter, steht am 10. Mai 2014 im Sternbild Waage in Opposition zur Sonne. Bereits ab Mitte März geht er vor Mitternacht auf, wird zunehmend zum Planeten der ganzen Nacht und ist nach der Opposition bis Oktober am Abendhimmel zu sehen. Nach der Konjunktion mit der Sonne am 18. November taucht er ab Mitte Dezember wieder kurz vor Sonnenaufgang am Morgenhimmel auf. Einzig Uranus und Neptun sind so lichtschwach, dass man optische Hilfe benötigt, um sie zu sehen. Selbst im Teleskop sind sie nicht so leicht von den punktförmigen Sternen zu unterscheiden. Uranus steht am 7. Oktober im Sternbild Fische in Opposition zur Sonne, Neptun am 29. August im Sternbild Wassermann. Wenn Sie die Bewegung eines äußeren Planeten aufmerksam über Wochen und Monate verfolgen, können Sie eine interessante Beobachtung während der Oppositionszeit machen. Besonders leicht geht das 2014 am Beispiel des Planeten Mars, denn Mars hält sich ja in der Nähe des hellen Sterns Spica auf. Und Spica kann da gut als Vergleich dienen. Und da stellen Sie fest, dass der Planet in diesem Zeitraffer zwischen Januar und der Jahresmitte plötzlich die Richtung ändert, rückwärts läuft, und dann wiederum nach Richtungswechsel in der Richtung weiterläuft, wie man es eigentlich aufgrund seiner Bewegung um die Sonne erwarten würde. Was ist da los? Nun, Mars ändert natürlich nicht aus Jux und Dollerei seine Laufrichtung am Himmel. Das Ganze ist ein perspektivischer Effekt. Und der kommt zustande durch das, was eben im Film gesagt wurde, dass die Erde ja während der Oppositionszeit eines äußeren Planeten diesen Planeten auf der Innenbahn quasi überholt. Und Sie sehen hier, wie dann diese scheinbare Rückwärtsbewegung des Planeten zustande kommt. Noch ein Wort zum Planeten Uranus. Was eben im Film gesagt wurde, dass man diesen Planeten nur mit optischen Hilfsmitteln sehen kann, stimmt nicht ganz.
Die Helligkeit dieses Planeten liegt nah an der Grenze zur Sichtbarkeit mit bloßem Auge. Nutzen Sie also die Möglichkeit einer guten Sternkarte, um den Planeten aufzusuchen. Und wenn Ihnen das zu schwierig ist, dann versuchen Sie es mal an diesen drei Gelegenheiten im Jahr 2014. Da kann nämlich der Mond als Wegmarke dienen. Wir haben praktisch eine Fastbedeckung des Uranus durch den Mond. Ich kann allerdings sagen, es ist nicht ganz so einfach, den Planeten dann wirklich im Fernglas zu sehen. Man muss aufmerksam schauen, man muss sehr gute Bedingungen haben, denn der Mond ist natürlich sehr hell und sehr störend. Und wenn das nicht klappt, dann hilft eben immer noch eine gute Sternkarte. Solche interessanten Konstellationen, zum Beispiel zwischen Mond und Planeten, gibt es auch 2014 zuhauf. Und eine Auswahl stellen wir Ihnen nun einmal vor. Und mit diesen Darstellungen hier möchten wir Sie auf ein besonderes Ereignis hinweisen, was am 25. Oktober stattfindet und normalerweise ein echter Höhepunkt wäre, nämlich die Bedeckung des Ringplaneten Saturn durch unseren Mond. Aber Sie sehen das schon, das Ganze findet in der Abenddämmerung statt, eigentlich ist es noch taghell, praktisch während des Sonnenuntergangs. Und man wird schon ein gutes Teleskop benötigen, um dieses Ereignis überhaupt verfolgen zu können. Zu den besonderen Konstellationen und Ereignissen im Jahr zählen zweifellos auch die Sternschnuppenströme und natürlich Finsternisse. Währenddessen uns die Sternschnuppen 2014 sicher nicht im Stich lassen, tun es leider, zumindest für Mitteleuropa, die Finsternisse. Von den vier Finsternissen 2014 ist leider keine von Mitteleuropa aus sichtbar. So kommt es am 29. April zu einer ringförmigen Sonnenfinsternis in der Antarktis, die in Australien zumindest als partielle Finsternis beobachtet werden kann. Und wenn der Neumond am 23. Oktober erneut Teile der Sonne verdeckt, dann kann man das nur in Nordamerika und Ostsibirien verfolgen. Leider entgehen uns auch zwei totale Mondfinsternisse am 15. April und 8. Oktober. Sie sind zwar überall auf der Welt zu sehen, wo der Vollmond über dem Horizont steht, doch leider beginnen beide Finsternisse dann, wenn der Mond bei uns bereits untergegangen ist. Um
relativ viele Sternschnuppen zu sehen, lohnt sich um den 12. August vor allem nach Mitternacht ein Blick an den Nordosthimmel. Die Perseiden, benannt nach dem Sternbild Perseus, aus dem sie zu kommen scheinen, bieten im Schnitt etwa 100 Meteore pro Stunde, darunter viele auffällige Exemplare. Die Erde durchquert jährlich in dieser Zeit eine Wolke aus Partikeln des Kometen 109P Swift-Tuttle, der erst 2126 wieder zurückkehrt. Recht auffällige Sternschnuppenströme sind auch die Lyriden zwischen dem 14. und 24. April, die Leoniden rund um den 18. und 19. November sowie die Geminiden in der ersten Dezemberhälfte. Detaillierte Informationen zu den gezeigten Themen und weiteren interessanten Ereignissen finden Sie wie immer in folgenden beiden Klassikern, dem Himmelsjahr aus dem Kosmos Verlag und natürlich dem Kalender für Sternfreunde von uns, von Sterne und Weltraum aus dem Spektrum Verlag. Natürlich können im Jahresverlauf noch jede Menge Überraschungen kommen. Eine hatten wir schon, nämlich eine sogenannte Supernova in der 12 Millionen Lichtjahre entfernten Galaxie M82. Solche Sternexplosionen, die werden auch in der nächsten Folge der Astrofuse eine wichtige Rolle spielen, wenn es um die Welt der Galaxien geht und insbesondere um die Entfernungsbestimmung dieser Objekte. Zum Abschluss noch ein kleiner Tipp. Es lohnt sich durchaus 2014 auch einen Blick zur Sonne zu werfen. Denn wie dieses Bild hier aus dem Januar zeigt, sind wir nach wie vor in einer Phase erhöhter Sonnenaktivität. Das sieht man besonders schön an dieser prägnanten großen Fleckengruppe hier auf der linken Seite. Aber bitte seien Sie vorsichtig. Informieren Sie sich erst im Detail darüber, wie man Sonnenbeobachtung macht. Schauen Sie auf gar keinen Fall ungeschützt, egal ob mit bloßem Auge oder Fernglas oder Teleskop, in die Sonne hinein. Das führt ziemlich sicher zur Erblindung. Tipps dazu gibt es übrigens auch in unserer Astrofuse Folge 1, die mittlerweile fast ein bisschen antiquiert ist, aber da ging es um den Venustransit und da musste man ja auch Richtung Sonne schauen. Solche Aktivitätsgebiete auf der Sonne sind übrigens verantwortlich für eine beeindruckende andere Erscheinung am Himmel, die sogenannten Polarlichter. Und zwar durch elektrisch geladene Teilchen, die von der Sonne in Richtung Erde geschleudert werden und entlang der Magnetfeldlinie laufen und an den Polen in der höheren Atmosphäre eben diese Polarlichter hervorrufen. Und wenn sie besonders stark sind, und das kann bei erhöhter Sonnenaktivität durchaus auch 2014 der Fall sein, dann sind sie gelegentlich auch bei uns in mittleren Breiten zu sehen. Wenn auch nicht so toll und so schön wie auf diesen Zeitrafferaufnahmen, die uns dankenswerterweise Bernd Proschelt zur Verfügung gestellt hat, mit denen ich mich für heute gerne von Ihnen verabschieden möchte. Also bleiben Sie uns treu und bis zum nächsten Mal.